Wir bei Ontex stellen ausschließlich Darmhygieneartikel her, ganz konkret Tampons. Und ich habe unter anderem auf dem Plan, jedes Jahr alle Azubis, die bei uns neu beginnen, zu einem Workshop zusammenzunehmen. Dort erkläre ich Ihnen den gesamten Aufbau der Arbeitssicherheit in unserem Unternehmen. Und vor 2 Jahren hatte ich die Idee, diesen Workshop einmal anders zu gestalten. Und zwar mit den Azubis einen Film zu entwickeln. Das Thema waren beinahe Unfälle. Und dann habe ich gesagt, ihr habt den unverbrauchtesten Blick von uns, weil ihr relativ neu im Unternehmen seid. Was seht ihr zum Beispiel für Möglichkeiten, bei Nahunfällen aufzudecken, aufzuzeigen? Und als es dann an das Film ging, war es sehr ermunternd zu sehen, wie sie Stück für Stück mehr Begeisterung hatten. Ich finde so einen Film besser als eine PowerPoint-Präsentation, weil auf eine witzige Art und Weise bringt es besser rüber, als wenn man so einen langweiligen Vortrag hört. Und ein Thema dabei war der Handlauf. Also wir zeigen wirkliches Fehlverhalten, wie man eine Treppe benutzen kann. Und dann wird gezeigt, stopp, so nicht. Und dann haben wir auf den Handlauf hingewiesen. Und dieser Film kam so gut an, da war sogar auch eine Betroffenheit da, dass mir ein Mitarbeiter zum Beispiel gesagt hat, Herr Fritsche, ich traue mir gar nicht mehr normal die Treppe runterzugehen, ich muss den Handlauf benutzen. Also wo ich gemerkt habe, wir können berühren, wir können sensibilisieren, auch mit so einem Thema. Ich kann auch den Zeigefinger heben, aber da erreiche ich niemanden. Ich versuche in vielen Richtungen eigentlich aktiv zu sein. Ich habe vor 3 Jahren ein Thema des Monats als Wandzeitung entwickelt. Dort versuche ich, Informationen direkt an die Leute ranzubringen, wo ich sage, das nimmt man beim Vorbeigehen vielleicht mit oder man bleibt bewusst auch vorher stehen. Und der letzte Arbeitsunfall war am 2. Februar 2020. Das ist eine absolute Rekordzahl für uns bis jetzt. Also ich sag mal, die Maxime, dass ein Unfall vermeidbar ist, ist möglich. Aber wie? Das schafft man nur durch ein konzentriertes Arbeiten, durch Umsichtigkeit natürlich, aber auch durch eine gute Prävention.